Ein Gemeinplatz in der Diskussion über Medien ist, dass junge Leute heute nicht mehr lesen. Es stimmt, junge Leute lesen heute nicht mehr so viel wie vor 20 Jahren Zeitungen. Aber 49% der 19- bis 29-Jährigen lesen täglich noch irgendetwas auf Print. Das ist eine riesige Menge. Wir müssen uns konzentrieren auf diese 49%, nicht auf die anderen 51%, weil die kriegen wir eh nicht. So. Wahr ist aber auch, von alleine kommen die Leser nicht zu uns. Wir müssen ganz viel tun. Wir gehen schon an die Schulen mit der Zeit. Jedes Jahr kriegen 300.000 oder 200.000 Schüler die Zeit und gehen sie mit ihren Lehrern durch. Oder wir machen ganz viel an den Universitäten. Wir beliefern Lehrern mit besonderen Materialien. Wir machen neuerdings sogar eine Kinderseite. Also versuchen sie schon in ganz jungen Jahren an die Zeit heranzuführen. All dies mit dem Ziel, aus interessierten, aufgeweckten jungen Menschen eines Tages richtige Leser zu machen.